die nannten sich damals Packs. Ja, zwei, drei Leute, die da im Kiez, würde man heute sagen, Kiez hieß es nie in Dresden, im Dresden Schertnitz da aktiv waren. Was verbarg sich hinter dem Namen Packs? Naja, die sind wohl irgendwann auf die Gruppe Wolfspelz gestoßen oder auf Leuten von der Gruppe Wolfspelz, bevor ich da jemals damit zu tun hatte. Und das war denen aber alles zu radikal. Die Gruppe Wolfspelz hat sich immer als anarchistischen Arbeitskreis verstanden und die waren da schon sehr weit in ihrem Denken und in ihrem revolutionären Handeln. Und das war denen zu wüst, zu überdreht. Und daraufhin haben die ihr eigenes Ding gegründet und nannten das Pax. Frieden. Ja. Ich fand den Namen immer ein bisschen albern irgendwie. Aber es war halt die Möglichkeit, teilzuhaben, irgendwas zu verändern. Man war plötzlich, ich war plötzlich nicht mehr alleine. Ich habe ja eigentlich mein ganzes Leben irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich stehe alleine da. Meine Mutter, naja, die ist eigentlich eher überlastet mit dem Rüpel. Und die Lehrer, da ist niemand, dem man vertrauen könnte. Oder da war ja niemand. Und nun kam endlich jemand an und hatte da was parat, was ja offensichtlich staatsfeindlich war und von dem ich noch nie was gehört habe vorneweg. Also ich wusste auch von dem Biermann bis zu dem Tag nicht. Also der hat mir das erstmal erklärt und dann das abgespielt sozusagen. Ich wusste das überhaupt nicht. Ja. Also es öffneten sich für mich die Tore des Paradieses sozusagen endlich. Bist du nicht mehr allein. Ja, und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Also Sie gehörten mehr dem Lager von Pax an? Als genau, ich bin dann sozusagen erstmal, da kannte ich Wolfspelz noch gar nicht. Ich bin dann aber, weil das ja alles so ein bisschen in Personalunion, das konntest du ja alles an einer Hand abzählen, der sich da aus dem Fenster gelehnt hat in Dresden. Und ich bin dann zwangsläufig auch mit diesen Wolfspelz-Leuten in Kontakt geraten und habe dann später auch da na, regelrecht gewohnt bei denen in der Bibliothek und habe da Mädchen für alles gemacht und die Kinder gepflegt, die Familie, die Räumlichkeiten hatte oder um die sich der Arbeitskreis Wolfspelz drehte, die Familie Kalex, die hatten vier Kinder.